Es ist 7 Uhr morgens. Ich habe immerhin fast 60 Minuten geschlafen. Irgendwo sollte es Frühstück geben. Morgen. Morgen. Dass ich dich jetzt so geweckt habe. Nee, gut so. Guck mal draußen, wie geil. Was aber voll krass ist, wir sind die Einzigen, die wach sind hier und wir bekommen das ganze Frühstücksbuffet auf unseren Tisch hier aufgedeckt. Hier haben wir Käse, Wurst, alles am Start. Ich nehme jetzt erstmal hier so ein bisschen Brot und dann versuche ich mal ein bisschen wach zu werden, weil wir fahren ja heute 45 Kilometer. Kaffee. Ah. Gute Idee. Und das alles eben so früh, weil ab 12 Uhr soll es Gewitterschauer geben. Und wir wollen heute eben unbedingt die Strecke machen. Und deswegen ging es nicht anders, als jetzt losgefahren. Deswegen machen wir das. Hast du wenigstens gut geschlafen? Ja. Ja gut, immerhin. Und bei aktuell noch bestem Wetter und so ein ganz bisschen wacher schon, geht's gerade aus Gardelegen raus nach Tavern... Tangermünde. Der Rezeptionist meinte, ein sehr schönes kleines Örtchen. Oh, das hört sich gut an. An der Elbe liegt das, glaube ich, ne? Ja. An der Elbe. Und irgendwo da müssen wir auch wahrscheinlich mit einer Fähre oder mit so einer kleinen Brücke über die Elbe morgen übersetzen. Aber erstmal müssen wir es überhaupt erst dahin schaffen. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ja, was erzählt denn Gewitter? Es ist strahlender Sonnenschein, ja? Aber wir haben auf den Regenradar geguckt. Über Tschechien ist immerhin so eine riesige Wolkenfront und zieht so langsam genau in das Gebiet, in dem wir unterwegs sind. Deswegen ist es, glaube ich, sehr gut, dass wir jetzt zumindest ungefähr um 8 hier losgekommen sind. Und eben vielleicht bis 12 Uhr 4 Stunden Zeit haben, um ordentlich Strecke zu machen. Hoffentlich eben die 45 Kilometer bis nach Tangermünde. Und weil das einige immer noch nicht ganz verstanden haben, hier nochmal zur Erklärung. Das ist eben heute mein Kurzvlog. Das heißt, ich erzähle euch so ein bisschen was, aber es gibt keine aufwendigen Phasen und so weiter. Das ist eben ein Vlog, der sehr schnell zu schneiden ist. Das ist eigentlich nur ein kurzer und langer Vlog und eher von der Zeit, die man braucht zum Schneiden und vom Aufwand her. Und nicht unbedingt von der Länge des fertigen Videos. Stefan und ich wechseln uns immer ab. Das heißt, Stefan macht heute einen langen Vlog, der erzählt ja auch gerade was für euch. Und ich werde mich im Laufe des Tages nochmal so ab und zu kurz hier melden. Gerade kommt die Sonne da oben wieder raus, aber ja, wieder mächtig Gegenwind und so langsam spüre ich, dass ich nur eine knappe Stunde geschlafen habe. Und es hört sich zum ersten Mal richtig ernsthafte Beschwerden irgendwie an den Gelenken. Also eigentlich der komplette Knöchel, wenn der sich bewegt, irgendwie ist schmerzhaft, nicht super schmerzhaft, aber ich merke, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Ich versuche schon so ein bisschen anders zu pushen. Wir sind erst so 8 Kilometer gefahren. Ich hoffe, es legt sich wieder und bis morgen haben wir ein bisschen längere Erholungsphase. Wenn wir es schaffen sollten, hier irgendwie schon mittags ankommen. Erstmal geht es weiter. Teilweise auch noch richtig nass, weil es eben gestern richtig gewittert hat. Und deswegen auch gefährlich und dreckig. Naja, erstmal weiter. Nächste Zwischenmeldung bei etwa 19 Kilometer. Wir haben jetzt schon gut 40% der Strecke geschafft. Es ist ein bisschen heiß geworden. Wir haben null Fahrradwege irgendwie. Immer wenn wir in einem Dorf vorbeikommen, gucken wir uns die Leute an, die Aliens. Die haben einfach noch nie so eine Gruppe Longboarder gesehen mit Rucksack auf. Ich würde das, glaube ich, gar nicht verarbeiten, aber da war auch so eine ganz alte Dame, die ja vom Balkon aus uns dann so zugewunken hat. Die hat gar nicht verstanden, was hier los ist. Ja. Aber sie ist auf jeden Fall. Also man sagt ja immer, ich weiß nicht, so Osten und Westen ist ja eigentlich jetzt also alles gleich und so. Aber man hat schon irgendwie das Gefühl, dass, weiß nicht, also die vorhin haben in ihrem Leben noch nicht dieses Longboard gesehen. Die standen da, guck mal. So voll krank, also wie unterschiedlich das noch ist innerhalb Deutschlands. Also. Ja, wobei ich glaube auch so in tiefen Bayern oder so, irgendwo so ein kleines Dorf, da könnte es auch ähnlich sein. Ja. Ich glaube vor allem so das Ländliche sozusagen, was dann hier so überwiegt. Ja. Aber ja, krass auf jeden Fall und ja, mein Knöchel hat immer noch ziemlich Probleme, also ziemlich weh irgendwie bei jeder Bewegung. Ich hoffe mal, es bleibt irgendwie noch halbwegs okay. Genauso wie das Wetter. Noch haben wir irgendwie 22 Grad Sonne und ich sehe ja noch nicht die Wolken, die kommen sollen. Aber die kommen halt irgendwann. Hoffen wir mal das Beste. Und das kurze Video wird wieder super lang. Aber es ist halt so ein kleiner Oldschool-Vlog sozusagen. Immer so, hallo, ich sag euch kurz was und dann sag ich auch wieder tschüss. Über 25 Kilometer haben wir jetzt in den Berge. Und das erkennt man auch an den ganzen Windrädern. Wie viele gibt es denn hier bitte? Und das Problem ist nur, es ist alles Gegenwind. Nur. Wir sind jetzt ja auch schon 2 Stunden unterwegs, also wäre gut. Jetzt langsam, es kommt. Ich meine, es sieht hier alles eigentlich schon so ganz idyllisch aus. Ne? Selbst diese riesen Windparks, überall sind die Bauern dabei, hier irgendwas zu machen. Und ich bin gerade so einen Ticken mehr glücklich, weil anscheinend ist im nächsten Ort eine Tankstelle. Endlich. Und nach 10 Jahren ist hier wieder ein Fahrradweg. Lebensende.
Lebensretter, Leute. Lebensretter. Ah, das tut gut. Endlich mal so ein bisschen Pause. Das ist sogar echt so eine ganz moderne Tankstelle hier. Das ist voll geil eingerichtet hier. Ein bisschen Brötchen zu trinken und so weiter. Aber was uns hier mal auffällt, ich meine, wir sind halt Köln jetzt so gewohnt. Ne? Und Köln ist halt so die rheinische Frohnatur. Alle immer super gut drauf und so weiter. Und das gefällt uns auch voll gut. Und jetzt, wo wir unterwegs sind, so in den meistens gerade so in den Dörfern und so in den Tankstellen oder Restaurants und so weiter, die sind alle irgendwie schlecht drauf. Das ist voll krass, man geht immer so super nett zu denen, hey, so alles cool und irgendwie alle so sagen nicht mal bitte, danke und nur schnell, schnell und selbst wenn niemand da ist, merkwürdig. Und das bei so einem guten Wetter da draußen. Egal, ich bin jetzt glücklich, wir können jetzt endlich ein bisschen Pause machen und danach geht's auf die letzten 17 Kilometer haben wir glaube ich nur noch. Und dann sind wir irgendwie schon um 12, 13 Uhr, sind wir schon da, ist der Wahnsinn. 12 Kilometer noch, die ganze Zeit Gegenwind, die ganze Zeit berghoch, aber jetzt Tegen wir runter. Leverkusen, ja. Da habe ich gerade Antritt. Leverkusen kenne ich ganz gut. Da sind wir auch durch, ganz am Anfang, ersten Tag. Aber sehr schön ist es hier. Also auch man. Oh! Und viel Wind. Ich hol dich schnell. Mein Hut, ja. Den brauche ich, da ich nicht mehr so eine Haarpracht habe, brauche ich den. Dann sehen Sie schon da den Kirchturm. Ja. Das ist dann die Stephanskirche von. Tangermünde. Perfekt. Jetzt hier ein bisschen links vorweg. Ja, super. So, dann noch viel Spaß. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und viel Erfolg. Danke, schönen Tag Ihnen noch. Tschüss. Tschüss. Das war gerade schön, gerade nach dieser ganzen Tankstellensache, immer, wo man immer so unfreundliche Menschen hat, um so einen richtig netten älteren Herrn zu treffen und sich ein bisschen mit dem zu unterhalten, was man so macht. Und der hat mir eben auch so ein bisschen was hier über seine Heimat erzählt. Und die Ecke, in der wir hier im Moment sind, ist halt echt extrem dünn besiedelt und so ein bisschen weißer Fleck auf der Karte. Es gibt nicht so viel Industrie, die Familien ziehen weg. Und im Umkehrschluss lohnt sich dann auch weniger neue Infrastruktur, sowohl sowas wie Straßen als aber auch digitale Infrastruktur, wie zum Beispiel die Glasfaserleitungen, hier hin zu verlegen. Und das Ganze dann leider halt so ein bisschen so eine Sackgasse. Und dabei ist es hier heute gerade bei dem guten Wetter echt ziemlich schön. Naja, aber dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit im Tempo vom Fahrradfahren mitgefahren bin, bin ich zum einen ziemlich erschöpft und zum anderen, ich sehe die anderen gar nicht mehr. Die sind richtig weit weg. Ich bin nur noch 5 Kilometer vom Ziel entfernt. Ich dachte, ich muss mal gleich Pause machen. Nur kann man hier halt nirgendwo Pause machen. Er hat mir sogar erzählt, dass er früher zuständig war für zum Beispiel den Straßenbau und auch den Fahrradwegebau und dass die irgendwann einfach nicht mehr das Budget hatten, sonst wäre hier überall Fahrradwege. Aber deswegen, er fand es auch vollkommen okay, dass wir hier mit dem Longboard eben drauf fahren. Wir fahren ja auch immer möglichst nah am Rand, wenn große LKWs kommen, gehen wir in die Seite und so weiter. Wir tun schon unser Bestes. Ganz ideal ist es natürlich nicht, aber irgendwie müssen wir halt von A nach B kommen. Ah, Tangermünde. Ich glaube, ihr seht, wie fertig ich bin. Und die anderen sind immer noch richtig weit hinter mir. Aber wir haben es tatsächlich anscheinend geschafft, inklusive einer kleinen Pause bei der Tankstelle. In ungefähr 4 Stunden, es ist jetzt 12.30 Uhr, 45 Kilometer bis nach Tangermünde, bis an die Elbe sind wir jetzt schon gefahren von Köln aus. Ich bin jetzt auch ultra fertig. Ich habe halt, wie gesagt, nur 60 Minuten geschlafen. Und so langsam brauche ich einen Nickerchen mal. Ich schätze mal, das Gewitter wird auch in 1-2 Stunden da sein, aber das trifft sich ja ganz gut. Die anderen sind wahrscheinlich mittlerweile irgendwie so 20 Minuten hinter mir. Ich schaue dann schon mal nach einem Hotel und dann treffen wir uns gleich wieder. Können Sie ja bestimmt denken, warum ich hier bin. Kannst du sagen? Ich bin gerade echt erstaunt. Kann man hier irgendwo chillen, baden, irgendwas? Was? Ja, wir haben hier ein Freibad. Ein Freibad? Ein Freibad haben wir. Ich bin echt erstaunt. Vielen Dank euch beide für die Tipps, ne? Ja. Kein viel Problem. Viel Spaß. Danke. Und genau, aber nicht hinfliegen. Nee, ich pass auf. Da seid ihr! Ich war so schnell, ich bin mit dem Fahrradfahrer im Windschatten gefahren. Echt? Ja. Alter, dieser Wind. Mega, der Urlaubsort hier, alles so ganz schön, richtig viel los, Eis. Es gibt anscheinend ja irgendwo ein Freibad. Nur das mit Abstand bestbewerteste Hotel ist ausgebucht und das zweitbestbewerteste ist schon viel, viel schlechter bewertet. Wir hoffen mal, dass es trotzdem ganz gut ist. Das ist nämlich davor. Direkt davor noch so ein blauer Briefkasten. Davor stand noch Hanse und Kaiserstadt. Guten Tag. Das ist Tangermünde. Kann ich für Tangermünde nicht machen? Mein Uropa. Hanse und Kaiserstadt. Ja, richtig. Könnten Sie uns auch verraten, ob das Freibad offen ist? Freibad? Ach so, das Tangermünder Freibad. Das aus der Hanse- und Kaiserstadt. Ja, da muss ich mal gucken. Nice, Leute, es wurde wirklich renoviert. Der Zuschauer hat mir nämlich gesagt, dass es renoviert wurde. Sind in denselben Betten wie in Wolfsburg, in diesem Mega. Stimmt. Wirklich. Aber keine Autos an der Wand, sondern etwas Passendes für die Hanse- und Kaiserstadt. Okay, der Ausblick ist nicht ganz so schön, aber... Kann man hier raus? Nice, man kann hier raus. Sauber. Also man darf nicht raus, aber man kann.
switch to the GoPro, Leute. Es sieht leider nach Regen aus, aber wir wollen unbedingt noch einmal schnell ins Freibad. Deswegen huschen wir da sofort hin. Wir haben schon erste Tropfen abbekommen, aber hier ist das Freibad Tangemünde. Kommt die offen zu? Eintritt am Beckenrand. Eintritt am Beckenrand bezahlt. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Guten Tag. Wir würden gerne schwimmen. Leute, wir sind ja tatsächlich die Einzigen hier rein ins Wasser. Regnet ja, was soll das denn? Hey, warum regnet? Warum? Ich hab das bestellt. Wow! Ich hab Bumse für sicher, komm her! Ja, ganz gute Idee, Jona! Du bist kein guter Praktikant! Okay, aber es war gut im Freibad? War richtig nice. Alter, es war mega nice. Es hat sich so gelohnt, nur eine Stunde zu schlafen, auch wenn ich jetzt wieder fast eingeschlafen bin. Über 45 Kilometer hierher zu fahren. Es war der härteste Tag, weil es war heiß, es war Gegenwind. Jetzt am Ende hier noch in Tangemünde. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Wir sind ja gerade GoPro-Sound, der ist nicht so gut. Ich hoffe, man kann. Wir müssen ein bisschen lauter und deutlicher hier sprechen, ja. Das war's mit dem Kurzvideo für heute. Den vollen Tagesvlog seht ihr natürlich bei Stefan auf dem Kanal. Jo. Link zu ihm ist in der Beschreibung. Bei mir gibt es den morgigen Tag wieder als vollen Tagesvlog. Heute war so ein bisschen Oldschool-Vlog. Ich habe den ganzen Tag über was erzählt. Und jetzt am Ende eben noch ein bisschen hier Freibad-Action. Und ein bisschen chillen natürlich noch am Ende. War nice. War ultra nice. Auf einmal. Weil wir so früh gefahren sind, hatten wir auf einmal so viel Zeit und heute. Und jetzt ist es erst kurz nach zwei. Ja. Jetzt? Das heißt, jetzt noch entspannt essen, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen schlafen, schneiden. Ja, da kommt die Pizza. Oh! Da hinten kommt wirklich Pizza. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video schon gesagt habe, Leute, aber wir konnten uns auch Pizza hier hinbestellen. Okay, die gibt es jetzt auch noch. Mega nicer Tag. Also, die Strecke war echt die härteste und die unentspannteste heute eigentlich so. Aber ansonsten, jetzt was nach der Fahrzeit kam, war der geilste Tag bisher bei der Minitour. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und bis morgen. Mach's gut. Ciao.